Was Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Assassin's Creed Revelations. Falls ihr das sehen wollt, oder lest es euch jetzt durch, ich habe es im letzten Part schon vorgelesen, auch die volle Synchronisation, wir starten jetzt mit der Mission. Wir müssen zurück nach Konstantinopel, um Sophia zu retten. Lass mich wenigstens meine Waffe ziehen. Au. Oh. Okay. Oh. Au. Oh. Danke, ich darf endlich meine Waffe ziehen. Achtung. Ich habe etwas gegen euch. Vor allen Dingen eine Klinge. Und... So. Du hättest schon eben sterben sollen, als du am Boden lagst. Wow. Gut. Raus hier. Die ganze Stadt ist gegen uns. Was auch immer das jetzt bringen soll. Und go. Die volle Synchronisation interessiert mich nicht. Hauptsache, wir schaffen's. Ne? Ihr sterbt. Allesamt. Wow. Okay. Auch du hast nichts gegen mich. Zum Glück ist hier keiner mit Pistolen. Sonst hätte ich da wirklich Probleme. Okay, weiter geht's. Was? Scheiße, das war ja ich. Ich war das. Das Schießpulver. Mist. Warum den Adler sehen? Ich kann ihn noch gar nicht aktivieren, oder? Ich kann damit im Feuer sehen, klar. Hoi. Volle Synchronisation gescheitert. Ja, stimmt. Mein Leben nimmt hier ab. Das macht diese Synchronisation natürlich schwerer. Ups. Ein bisschen höher. Wir heilen uns mal ganz kurz. Den Schatz können wir jetzt getrost Schatz sein lassen. Und dann hier über diesen Weg langsam rausrennen. Nutzen wir also doch den Aufzug, hä? In Ordnung. Tun wir gar nicht. Wir sind nur neben dem Aufzug her. Okay. Natürlich erholen sie sich jetzt. Lasst mich in Ruhe. Boy. Achtung! Das passiert immer, wenn ein Jedi irgendwo auftaucht. Jetzt? Hier? Bist du hier sicher? Ich könnte mir kaum einen geeigneteren Ort vorstellen. Ich würde zumindest warten, bis du auf See bist. Du brauchst eh noch eine Weile. Ach. Was soll's? Was soll's? Wird schon seinen Grund haben. Dass er es nicht in seiner Feste machen kann, kann ich ja verstehen, weil er muss jetzt eilen, weil Sophia in Gefahr ist. Das ist ja wohl das Verständlichste von der Welt, aber hier? Noch bevor er abgelegt hat? Das verstehe ich nicht. Die Frage ist, werden wir jetzt Altairs ableben sehen? Und ich frage mich auch, ob wir Itzios ableben sehen werden. In Ruhe sterben oder umgebracht werden. Irgendwie traue ich dieser Story noch alles zu. Na los! Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ich sehe diese ganzen Säulen nicht. Los! Ich bin der Surfer. Oh. Beantworten, die ihr euch stellt. Altair, dieses Geschenk ist unschätzbar. Grazie. Nun,
Wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages... Sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolo, eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten. Bleibt dran. Im Alter von 92? Zu so einer Zeit? So alt zu werden? Ach, die Polos in Sicherheit eskortieren. Na los. Wollen wir das machen? Hey, wir können wieder rennen? Nee, wir können bloß so. Hier lang. Wartet. Viereck um. Los geht's. Ach. Das ist natürlich nützlich. Darf ich mal? Ich kann sie also zurückhalten. Gut, Hauptsache, die bleiben da nicht hängen. Gegner kommen gleich erst. Bewegung. Weg mit euch. Dort lang. Die Macht des Apfels. Wir haben sie schon so oft gesehen. In Assassin's Creed. Da sind die nächsten. Wartet. Hä? Los geht's. Da sind... Gut, dort lang. Da sind komische Abbildassassinen. Die werden wohl durch den Apfel kreiert, hä? Okay. Ei. Achtung! Ihr erreicht sie nicht. Alter. Den Apfel als Assassinenabbildrekrutierung zu benutzen, das ist auch mal was. Vater, seid ihr verletzt? Und wie oft Masyaf hier in ein Schlachtfeld verwandelt wird. Das Ende einer Ära. Vater, wie jung ist der Sohn? Als ich noch jung war. War ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde? Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen, es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Stabübergabe. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 7 beendet. Die letzte Altair-Erinnerung ist Geschichte. Im Alter von 92 verlassen wir das Geschehen. So viel Erruhe ist in Frieden. Nur so wenig seine Ära ist zu Ende. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Damit hat dieses ganze Identitätsverschweigen sowieso schon
nichts genutzt. Mann, jetzt habe ich meinen Redefluss. Ach ja, aber auch die neue Ära kommt langsam zu Ende. Ezio ist alt. Sequenz 8, das Ende einer Ära. Seht ihr? Sag ich doch. I called it. 1 second before it showed up. Frage, wie weit sind wir in diesem Part? Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern gibt acht. Auf Befehl der 10 Minuten, da geht noch was. Gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktien bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastje Ezio Auditore. Eigentlich müssten jetzt alle in die Mitte deuten. Trotzdem ist mein Gesuchtheitsrang nicht gerade hoch. Neue Gegenstände bei Schneidern. Sollte ich mal bei Schneidern vorbeischauen? Sehr beeindruckend. Darf ich mal bei euch? Danke. Damit kommen wir schon mal in die Stadt rein. So, Frage, wo haben wir jetzt einen Schneider? Hä? Herein, wenn es kein Schneider ist. Ups. Ein Glück, dass sie diese Dinger hier aufstellen. Noch nie wurde unsere Stadt so sehr, kann ich nicht mehr verstehen, war schon zu weit weg. Ich brauche jetzt nicht gerade unbedingt nach Datenfachwerken zu suchen mehr. Zum Glück. Aber ich will wieder auf die Animus-Insel, bevor die ganze, das ganze Geschehen endet und Subjekt 16, wie ich vermute, in Aktion treten wird. Ich weiß nicht, was er tun wird, aber ich glaube, der will wirklich so weit, dass Desmond in seinen Körper zurückreisen könnte und diese Animus-Welt hier verlassen könnte. Und dann wird er seinen Platz einnehmen und Ezios Seele quasi hier verbannen, an seiner Stadt. Darum hat er ihm so weit geholfen, dass er nur noch einen Schritt zu tätigen braucht. Ich glaube, so wird es sein. 16 ist suspekt. Ich vertraue ihm keine Sekunde. Ja, und bevor sowas passiert, will ich auf die Animus-Insel, um nochmal die letzte Desmond-Dings zu sehen. Ich könnte das theoretisch jetzt machen, oder? Ich kann noch Start und zurück zur Animus-Insel. Ja, es geht. Wollen wir das machen, bevor die nächste Mission anfängt? Ich will noch einen Schneider aufsuchen. Wir haben da rechts einen. Achtung. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Was? Ach, Feuerspucker. Kenne ich doch schon. Ein Schneider. Halt, was ist los? Darum sagt doch jeder herein, wenn es kein Schneider ist, weil man sich dann so aufführt. Die Frage ist bloß, wo genau. Ach so, das ist der Markt gewesen. Kann ich das kaufen? Dann mache ich's gerade. Wir haben die 20.000. Ich guck nur, was es dort gibt. So, das Einkommen ist sowieso größer geworden jetzt. Seht ihr, ich will mir ja auch noch alles kaufen, aber auch das mache ich offscreen. Ja, wusste ich's doch. Wir hatten nur noch einen Schneider im Anfangsgebiet. So, dann gucken wir mal. Kleider färben. Wir haben eine Musgrau, aber es gab doch eine neue Farbe. Goldfarben. Finde ich ja nicht so schön. Byzantinisches Rot? Auch nicht so. Kobalt Indigo. Massiv Weiß. Das ist das, was ich habe, ja? Ich habe mich ja mal am Anfang mal. Silber. Blau. Ist alles nicht so super. Och, wir gucken nochmal bei Beutel. Ich beende den Part dann sowieso. Wir kehren auf die Animus-Insel zurück und während der Ladezeit beende ich dann den Part. So einfach mache ich das. Vorher gucke ich mich da noch um, weil wir jetzt sowieso nicht Großes anfangen können. Fallschirmbeutel. Stimmt, ja, die gab es ja auch noch. 9000. Psch. Messergürtel. Köcher. Habe ich alles nicht gekauft. Schwere Schwertscheide. Hä? Groß genug, um zwei Haftwaffen ständig bei sich zu tragen. Das ist geil. Aber warum sieht das wie eine Axt aus?
Oder ist das nur symbolisch? Als große Waffe stellvertretend. Gut. Da haben wir noch eine Bank. Einen Schmied. Ich will jetzt einen Schmied, dann gehe ich zur Animus-Insel zurück und dann ist der Part zu Ende, ne? Dass ihr Bescheid wisst, was die Agenda jetzt ist. Schmied, 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 Schmied. Na doll. Ihr seht mich nicht. So. Wir haben Einkommen in der Bank. Der ist nicht gekauft, oder? Wenn die nicht gekauft sind. Auch wenn sie nicht gekauft sind. Gehe ich trotzdem erstmal zu der Bank, kauf die. Zum Schmied, kauf die. Weil ich kann dann von der Bank meine 5000 noch was abheben, die da sind. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Ansonsten habe ich verkackt. Kann man nicht anders sagen. Whoops. Ach, das habe ich auch so lange nicht mehr gemacht. Ich liebe es immer noch. Hier. Alles nicht gekauft. Dachte ich mir doch. 1200 bla. Der Schmied kann auch nicht sehr viel mehr kosten. Das heißt, wir haben die 20.000 dann auf jeden Fall noch. So. May I? Okay. So. Geld abheben. Und 25.000. Ja, super. Damit schaffen wir das. Autsch. Den Schmied haben wir sowieso hier. Da haben wir die Marktpassage soweit schon mal ein bisschen angeschnitten, könnte man sagen. Hier ist er. Und okay. Ja, 1200. Bla, dann haben wir's. Dann kaufe ich noch dieses eine Schwert, was ich schon so lange will. Und damit habe ich wirklich den erfolgreichsten Abschluss des Plays, den ich mir vorstellen kann. Weil das Schwert wollte ich ja noch unbedingt noch. Das Schwert, die Datenfragmente. Ich würde gerne noch die Rüstung kaufen, aber das steht nicht im Bereich des Möglichen. So viel kriegen wir auf keinen Fall. Reparieren. Alles reparieren. Hat nicht so viel gekostet. Gut, ja. Waffen. Wo war's denn? Der Rapier war's, hä? 23.000. So. Oh. Der ist auch richtig geil. So. Huh? Ah, ich hab den jetzt schon in der Hand. Super. Damit fällt uns auch das Kämpfen leichter. Gegen Yanichan und so, was jetzt offensichtlich auch ansteht. Jetzt zurück zur Animus-Insel. Und ich sag dann schon mal, danke fürs Zusehen. Und dass ihr mich generell bei diesem Let's Play so gut begleitet habt. Wir sind zwar noch nicht am Ende, wie es aussieht. Aber wir nähern uns dem Ende, das merkt man ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann das letzte Desmond-Stückchen machen. Drag Linus, over and out.